Wisst ihr, was ein Cannabis Social Club ist? Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument, damit die Legalisierung auch ordentlich abläuft. Und dazu darf ich heute einen Experten aus Hamburg begrüßen, sorry, der Andreas Gerold, Vorsitzender des Cannabis Social Clubs Hamburg e.V. Und ja, der hat euch einiges zu seinem Modell zu erzählen. Herzlich willkommen, Gerold. Ja, vielen Dank, hallo. Ja, hallo, ihr Haschspritzer, ihr Cannabis-Junkies. Hallo, Weedmob. So, und? Habt ihr heute schon eine Hausdurchsuchung gehabt? Ha? Eine Intimkontrolle vielleicht? So mit Arschbacken auseinanderbücken und husten? Ja, ist ja leider immer noch traurige Realität für uns. Die Legalisierung ist angesagt, aber das ist unsere Realität. Ich bin Andreas vom Cannabis Social Club Hamburg und ich spreche hier heute für ein Netzwerk von einem guten Dutzend Cannabis Social Clubs. Wir sind der Cannabis Social Club Hamburg, der Cannabis Social Club Hannover, Stuttgart, Nürnberg, Berlin, High Ground Berlin, Bochum, Düsseldorf, Oberbergischer Kreis, Heidenheim, Ulm, Duisburg und die Hanfblütenfreunde Braunschweig. Und wir alle sind Weedmob. Wir gemeinsam, danke, wir gemeinsam richten uns heute an den Gesundheitsminister Lauterbach von hier aus. Wir sprechen zu den drogenpolitischen Sprecherinnen und wir wenden uns heute ganz direkt an den Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Burkhard Blinert, den ihr eben gehört habt oder vielleicht auch nicht so wirklich. Lieber Karl Lauterbach, liebe Frau Kabat-Gonthardt, liebe Frau Wegge, Frau Lüttke, Dirk Heidenblut und verehrter Burkhard Blinert. Wir sind sauer. Wir haben die Schnauze voll. Und die Cannabis-Clubs Deutschlands und ihre Mitglieder sind genau wie das Gros der Cannabis-Aktivisten, wie der Weedmob von dem bisherigen Gesetzgebungsprozess, um es höflich zu sagen, schwerstens enttäuscht. Wir hatten auch aufgrund von Versprechen der Politik ein deutlich schnelleres und vor allem auch ein deutlich transparenteres Verfahren erwartet. Vor Amtsantritt hat der Drogenbeauftragte, Herr Blinert, ich zitiere, gesagt, wir fordern die Einsetzung einer Expertengruppe im Bundestag, um innerhalb der ersten 100 Tage eine Entkriminalisierung von Cannabis zu beschließen, damit zigtausende laufende Strafverfahren beendet werden können. Diese Forderung haben wir unterstützt. Aber, Herr Blinert, Sie haben es nicht umgesetzt. Wir haben uns auf Sie verlassen und inzwischen ist die Regierung seit 9 Monaten, seit rund 250 Tagen im Amt. Und wir werden immer noch verfolgt. Ein Ende rückt in immer weitere Ferne. Und wie soll es weitergehen? Der Justizminister Buschmann hat großspurig angekündigt, im nächsten Frühjahr, im ersten Quartal 2023, werden wir unseren ersten legalen Joint rauchen. Von wegen. Äußerungen seiner Parteikollegin, Frau Lüttke, lassen aber darauf schließen, dass das vor Ende 2024 nichts wird. Weil erstmal alle Lizenzen vergeben werden sollen für die Fachgeschäfte, für den Anbau. Dann soll der Anbau stattfinden, dann soll das Material in die Läden. Und erst wenn es da ist, ausreichend, erst dann werden wir legalisiert. Erst dann sollen wir nicht mehr verfolgt werden. Und dieser Zeitplan ist für uns einfach inakzeptabel. Wir fordern Entkriminalisierung sofort. Herr Blinert, Sie sind stolz darauf, dass Sie über 200 Organisationen konsultiert haben. Echte und vermeintliche Experten von der Drogenhilfe über den DHV, über den Verband der Cannabiswirtschaft, von Kinder- und Jugendschutzorganisationen bis hin zum Apothekenverband,
sogar etliche Umweltverbände waren eingeladen. Nur eine Gruppe wurde eben nicht konsultiert. Wer? Das sind wir. Wir, die Betroffenen, wurden nicht bisher gefragt. Und wir werden deshalb heute, so haben wir es angekündigt, unsere Forderung an Herrn Blinert übergeben und ein Gespräch mit ihm einfordern. Wir wollen, dass auch mit uns gesprochen wird. Denn wir sind die Betroffenen und wir sind die echten Experten für das Thema. Mit uns soll man reden. Ich trage jetzt noch ein paar unserer Forderungen, die wir mit 12 Cannabis Social Clubs mit dem Weed Mob abgestimmt haben, trage ich vor. Dort vorne ist unser Stand. Ihr bekommt die dort auch als Flyer zum Nachlesen. Ich kann sie hier auch nicht alle vortragen. Wir haben wirklich sehr detailliert gearbeitet. Aber um ein paar zu nennen, wir wollen echte Legalisierung statt Prohibition light. Wir sehen die Prohibition als verfassungswidrig an und wir verlangen deshalb nicht mehr, aber auch eben nicht weniger als Gleichstellung. Wir sind erwachsene, mündige Bürger und in der Lage, unseren Cannabiskonsum verantwortungsvoll und vor allem in Eigenverantwortung zu regeln. Mindestens 95, wahrscheinlich eher 98% der Cannabisnutzer pflegen einen verantwortungsvollen und problemfreien Konsum. Wir sehen die Verfolgung von Cannabiskonsumenten, Händlerinnen, Bauern und Bäuerinnen als historisches Unrecht und verlangen nicht mehr, aber eben auch nicht weniger als Rehabilitation. Als Grundvoraussetzung einer ehrlichen Legalisierung sehen wir die Streichung von Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz. Raus damit! Und es muss anerkannt werden, dass es sich um jahrzehntelanges historisches Unrecht gehandelt hat, uns zu verfolgen und zu kriminalisieren. Wir erwarten von der Bundesregierung dieses fortgesetzte Unrecht, mit dem alle 3 Minuten eine Existenz wegen konsumnahen Bagatelldelikte vernichtet wird, sofort zu beenden. Wir erwarten, dass niemand mehr wegen Besitz, Anbau, Handel von Cannabis verfolgt, angeklagt und verurteilt wird. Wir erwarten eine vollständige Amnestie für alle gewaltfreien Cannabisdelikte. Eine Legalisierung muss auch die auskömmliche Selbstversorgung durch individuellen und kollektiven, also im Cannabis Social Club, kollektiven Eigenanbau ermöglichen. Wir erkennen keinen Grund, dass der Eigenanbau von Cannabis nicht analog zu Tabak geregelt werden soll. Ohne Begrenzung der Anbaufläche oder der Zahl der Pflanzen ist die Selbstversorgung von Tabak, nämlich durch Eigenanbau, ohne Genehmigung, ohne Anmeldung und ohne besondere Sicherheitsvorkehrungen erlaubt und steuerfrei. Es gibt keinen Grund, das für Cannabis anders zu regeln und für Cannabis wieder Sondergesetze zu schaffen. Obergrenzen, noch so ein Thema. In der Debatte werden immer wieder Obergrenzen genannt. Neben den bereits angesprochenen Obergrenzen für den Eigenanbau, die wir ablehnen, von Vorschläge bisher 3 Pflanzen, wird geredet über eine Höchstmenge, die in Fachgeschäften abgegeben werden soll, über eine Höchstmenge, die wir überhaupt nur besitzen dürfen. Und jetzt erwartet Blinert oder hat Blinert angeregt, eine ernsthafte Diskussion über Wirkstoffobergrenzen. Für kein anderes Genussmittel gibt es in Deutschland solche Obergrenzen. Jede und jeder Volljährige kann so viel Kaffee, Tabak oder Alkohol kaufen und besitzen, wie Mensch will. Ein gut sortierter Weinkeller gilt sogar als besonderes Kulturgut. Und niemand käme auf die Idee, einen Weinliebhaber wegen seines Weinkellers zu beschuldigen, das an den Schwarzmarkt zu verkaufen oder sich und Dritte zu gefährden. Warum also Obergrenzen für Cannabis? Was für einen Sinn macht das? Und es wird ja auch nicht begründet.
Und mal ehrlich, Herr Blinert, leider ist er nicht mehr da. Er hat einen Pressetermin. Ja, ja. Aber mal ehrlich, Herr Blinert, Ihre Begründung für Obergrenzen, sonst würden die Leute, gut zu hören, sonst würden die Leute Cannabis tütenweise, tolles Wortspiel, Herr Blinert, sonst würden die Leute das Cannabis tütenweise aus dem Fachgeschäft tragen und auf dem Schwarzmarkt anbieten. Sorry, aber das ist doch mal ehrlich, das ist doch an Dummheit kaum zu überbieten. Man kann doch nur fragen, wollen Sie uns verarschen, Herr Blinert? Oder wo gibt es die Schnapsdealer, die beim Aldi den Fusel kaufen und vor der Tür einen Schwarzmarkt eröffnen? So ein Unsinn. So, meine Redezeit neigt sich jetzt zum Ende, aber Herr Blinert, leider nicht mehr da. Wir müssen reden und zwar dringend. So, wir werden Herrn Blinert ein Eckpunktepapier, das ihr eben auch euch an dem Stand dort vorne abholen könnt, als Flyer ausgedruckt und dort euch damit beschäftigen könnt, werden wir Herrn Blinert übergeben und wir werden von ihm fordern, dass er auch mit uns, mit den Betroffenen, verdammt nochmal spricht. So, vielen Dank. Ich habe jetzt noch eine Schlussbemerkung. Der Zug geht jetzt los. Bitte begebt euch jetzt Richtung Rotes Rathaus. Vielen Dank. Wir sehen uns den Tag über.